denn Ihr jetziger Beruf als etwas Außergewöhnliches, sollten Sie ja immer tun? Raten Sie mal. Ich weiß es ja nicht. Pech gehabt. Scheiße! Sie waren doch als Serviererin, als Serviererin engagiert in einem französischen Restaurant. In einem französischen Restaurant, und da hat man Ihnen ein Gebiss als Pfand gegeben, weil man ein Acht-Gänge-Menü nicht bezahlen wollte. Man hat Ihnen ein Gebiss gegeben mit Goldzahn, und das haben Sie jetzt angenommen, verwertet, oder wie? Als Pfand soll das gedacht sein. Super schön, schöne Geräusch. Und vor ein paar Wochen, da waren Sie doch noch engagiert als Gymnastiklehrerin für querschnittlich gelähmte Hunde. Wie lief denn das? Konnten Sie da Erfolge verzeichnen? Guck doch selbst hin, was geschah. Ja, wie haben Sie denn das gemacht? Sie haben doch also völlig aufgelöste Tiere wieder zu leben. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Kommen wir gleich zu Ihrem nächsten Beruf, und zwar als Krankentherapeutin. Sie haben eine 98-jährige Frau, die jahrzehntelang chronisch darunter leidet, also sich einzubilden, eine Ringmuskelkater, so aus ihrer peinlichen Lage geholfen. Wie haben Sie das gemacht? Ich habe empfohlen, einen alten Macker zu nehmen, der 100 Jahre ist, der würde das ganze Scheiß schon austreiben. Gut, und dann zwischendurch waren Sie dann auch mal so stundenweise eine sehr gute Doppelkinn-Masseuse. Hm. Wie lief das? Weiß ich nicht mehr, ich vergessen. Gedächtnisschwund. Und Sie haben sich auch als Erfinderin verdient gemacht, und zwar haben Sie ein Mittel erfunden. Ich habe nicht erfunden. Ein Mittel erfunden? Nein! Gegen chronischen Schamhaarausfall. Das ist gelogen, das stimmt nicht. War das eine Creme oder kam das in Pillenform? Das war gelogen. Oder Schaum? Das war trotzdem gelogen. Ja, was haben Sie denn tatsächlich erfunden? Ich habe gar nichts erfunden. Sie waren noch in der Bild-Zeitung. Ich habe gar nichts erfunden, das war eine Doppelgängerin von mir. Und ach, das haben Sie auch. Haben Sie noch einen Kommentar, bevor wir dies abschließen? Vielleicht nein. Kann Ihr Anwalt noch ein paar Tage. Nein, der hat auch nichts zu sagen, der hat die Klappe zu halten. Ich habe nämlich die Hosen an. Ach so, ja. Ich krieg nur das Honorar. Mhm. Und sonst geht es Ihnen eigentlich gut, müssen Sie doch sagen, nicht wahr? Beschissen. Beschissen? Wieso das denn? Die fragen wieder so direkt, kann ich auch nicht sagen. Ach so. Man hat hier ein kleines Geheimnis. Mhm. Sagen Sie, was glauben Sie, wie viel Berliner Rentner gehen auf einen Berliner schwer beschädigt? Das ist mir doch scheißegal. Ja, Sie müssen irgendeine Meinung vertreten. Nee, gar nicht. Berliner mag ich nicht. Gut, und sonst fällt Ihnen gar nichts ein? Doch, viel, aber ich will nicht. Nehmen Sie an, Sie wollten. Ich will aber nicht. Nehmen Sie es nur mal an. Ich will trotzdem nicht.